So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon HeartGold. Im letzten Teil haben wir den Knopf-Fenster-Turm erfolgreich gemeistert und jetzt wollen wir unseren ersten Orden holen, und zwar in der Arena von Viola City, Leiter Falk. So, auf geht's! So. Hey, du zukünftiger Champ! Wer nur fest daran glaubt, für den muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir mal was erzählen. Hör zu, der Pokémon vom Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flugtypen. Sei also vorsichtig. Ja, habe ich auch nichts. Ich habe kein Pokémon vom Typ Pflanze, dafür habe ich ein Pokémon vom Typ Elektro, der im Typvorteil gegen Flug-Pokémon ist. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben festigt das Band unserer Vogel-Pokémon. Wollen wir noch mal sehen, ob du Falk gewachsen bist. An Falk hingewachsen bin ich nicht, aber ihm gewachsen bin ich auf jeden Fall. Hallo Leo, du setzt ein Habitag ein. Ein Habitag auf Level 9. Ja, kannst du gerne machen. Ich setze als erstes mal Donnerwelle ein. Ja. Da schaust du blöd, hä? Oh, zum Glück paralysiert, aber die Attacke wäre durchgekommen, ist aber zum Glück daneben gegangen. Ja. Und mit einem One-Hit kriegen wir ihn down. Ja, ich weiß, ich könnte immer gleich Donnerschock einsetzen, aber wie gesagt, ich paralysiere die als erstes lieber, falls dann doch irgendwas schief geht, die Attacke daneben oder so, etc. Wie im letzten Part erwähnt, ich bin eher nach dem Motto, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Joa, da ist der nächste Trainer. Was hast denn du zu bieten? Klaus, hallo Klaus. Ein Taubsi auf Level 7. Nun gut, Donnerwelle. Muss schon sein, ja? Ach, du blödes Taubsi. Ich hasse Sandwirbel. Das ist wirklich eine Attacke, die ich absolut nicht leiden kann. Ja, reicht aber auch so. Wunderbar. Sugar erreicht Level 15. Spezialangriff plus 2. Das ist gar nicht schlecht. Weiterkämpfen natürlich. Nochmal ein Taubsi setzt da ein. Wieder auf Level 7. Dann wieder Donnerwelle natürlich. Ha! Das blöde Ding. Donnerwelle einsetzen. Ja. Ich hasse Sandwirbel. Ja, Donnerschock trifft. Zum Glück. Ja, und Klaus wurde besiegt. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich. Ich habe gedacht, oh, jetzt muss ich das Let's Play abbrechen, weil der so stark ist. Hey, Sugar entwickelt sich. Ja, wunderbar. Unser Sugar entwickelt sich. Und schau an. Glückwunsch, dein Sugar wurde zu Vati. Und auf einmal hat sich der Dragon Ball verwandelt, endlich. Ich hatte echt schon Angst, dass so Goku vorbeikommt und mir meinen Schwanz von meinem Voltilam klaut. So, ja, jetzt stehen wir direkt vor unserem ersten Orden. Hallo Falk, was hast du zu sagen? Ich bin Falk, der Arenaleiter von der Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken könne man Pokémon mit dem Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen, und manche machen sich sogar über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Aha. Ja. Ich habe wahre Leseprobleme, und Falk, du hast auch Probleme, denn ich mache dich jetzt fertig. Er hat ein Taubsi auf Level 9. Ja. Das sollte doch eigentlich kein Problem für mein Vati sein, das immer noch Sugar heißt.
Ich hasse es. Es heißt doch, greift eventuell nicht an. Die greifen aber immer an, wenn ich sie paralysiere. Das ist voll unfair. Ja, super. Ein Tauboga. Ne, da kämpfe ich auch weiter. Level 13. Ja, das ist schon ein größeres Kaliber wie das Taubsi. Oh, es ist sogar auch schneller wie mein Marty. Aber Donnerwelle. Das sollte doch hoffentlich ausreichen. Ja, ganz down ist es noch nicht. Noch bin ich nicht abgestürzt. Ja, aber gleich. So, locker und leicht besiegt. Also wie ihr seht, absolut keine Probleme. Wunderbar. Ein sehr einfacher Arena-Leiter. Ich habe hier keine Probleme gehabt. Verflixt! Das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm den offiziellen Ort der Pokémon-Liga. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Maru erhält Flügelorden. Wunderbar, dankeschön. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit nun Zertrümmerer einsetzen. Und hier hast du eine TM von mir. TM 51 halten. Maru verstaut TM 51 in der TM-VM-Tasche. Benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es umgehend eine neue Attacke. Aber überlege dir gut, welchem Pokémon diese Ehre zugeteilt wird, denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen. Die TM 51 erhält übrigens eine Attacke namens Ruheort. Mit ihr kann ein Pokémon bis zu der Hälfte seiner maximalen KP wieder auffrischen. Du wirst von nun an in den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Setze die Attacken weise ein. Und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Ja. Als nächstes nimmst du dir am besten Azalea City vor. Alles klar, danke Falk. So, unser erster Orden ist gewonnen. Und wir bekommen einen Anruf von Professor Lind. Hallo Maru, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genaueres kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und hol es dort ab, ja? Alles klar. Also, wie gesagt, im Pokémon-Supermarkt hat Professor Lind gesagt, wartet der Assistent. Das muss der Assistent sein. Lange nicht gesehen, Maru. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gern, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Okay. Maru erhält Ei. Nachdem du weg warst, erhielt der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lind plötzlich laut durchs Labor rief. Dann ist Maru genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dir dieses Ei zu überreichen. Tja, hier bin ich. Es heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deshalb denke ich, dass du das Ei haben solltest, Maru. Pass gut darauf auf. Alles klar, das werde ich tun. Ja. Und wer ist denn das? Nanu, dieses Ei. Hohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergiss das bitte nicht. Zieh es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Sonst hau ich dir auf die Griffel. Gut, dann gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ja, was ist denn das von Schmarrn? Gehabt euch wohl. Ja, gut.
Erster Orden geschafft, Pokémon-Ei bekommen, komische Frau getroffen. Jetzt heißt es erstmal Pokémon heilen. Ja, ich möchte die Pokémon heilen. So. Und dann, ja, Sugar war genug an Platz 1, deswegen wechsle ich jetzt wieder zu Pepper, denn der hat erst Level 11 und muss auch ein bisschen trainiert werden, sonst heult der Kleine. Und, ja, was gibt es denn noch zum Entdecken hier? Ich kann euch sagen, glaube ich, was kann ich euch sagen? Was hat er zu sagen? Pflanzen sind auch Lebewesen, deshalb ist es ganz natürlich, dass sie manchmal etwas Auslauf brauchen. Was? Pflanzen? Was ist denn das für ein Freak? Der läuft mit seiner Blume spazieren oder was? Hier, dieser dicke Mann. Doch, Kumpel. Kennst du das, wenn du da irgendwo durch willst, aber so ein fetter Stein macht dir einen Strich durch die Rechnung? Na klar kennst du das. Dann schau mal her, ich habe hier genau das Richtige, die richtige VM für dich, Kumpel. VM06 erhalten. Ja. Maru verstaut VM06 in der TMVM-Tasche. Darin befindet sich Zertrümmerer. So. Ja, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Ich wollte euch nur zeigen, dass man hier Zertrümmerer holen kann. So. Ja, und dann geht es hier weiter in Richtung... Ich muss mal kurz in der Karte gucken, wie die Stadt heißt. Halt in der Karte, nicht im Rucksack. Pokécom. Karte. Und zwar suche ich jetzt... Azela City. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, berichtigt mich bitte. So. Hier, Route 32. Hier geht es weiter. Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City hart trainiert hast. Die Pokémon-Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich, als kleines Andenken an Viola City. Wenn du das einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken vom Typ Pflanze steigen. Wundersaat erhalten. Alles klar. Gut, wir haben Wundersaat erhalten. Dann können wir hier jetzt weitermachen. Und zwar ist hier ein Trainer. Ah, ein neues Gesicht. Du hältst dich also für stark. Nein, ich halte mich nicht für stark. Ich bin stark. Stärker wie du auf jeden Fall. Du heißt Nils. Hast ein Ratzfratz auf Level 6. Und dich mache ich kaputt mit meinem Kanimani. Ja, nicht schlecht. Fast ein One-Hit. Gut, ein bisschen hat was uns gefehlt, aber... das kriege ich jetzt auch noch... mit der nächsten Aquaknarre auch noch weg. So. Ja. Als nächstes setzt der Zubat ein. Da wäre ich eigentlich mit Sugar auch besser bedient. Denn da hätte ich Typvorteil. Aber wie gesagt, ich will ein bisschen meine anderen Pokémon auch trainieren. Oder mein anderes Pokémon. Auch trainieren, deswegen bleibe ich jetzt bei Pepper. Ach, Superschall ist auch so eine Attacke, die ich nicht so mag. Come on. Ach, du blödes Ding. Das finde ich echt doof. Ich hasse Superschall. Das ist echt unfair. Come on. Yes. Hoffentlich reicht das. Ach, zum Glück. Ja, 91 EP und das heißt Level 12. Danke. Der Nils ist besiegt. So, und dann habe ich da oben noch was Interessantes gesehen. Da komme ich aber noch gar nicht hin. Da komme ich erst mit Zerschneider hin. Aha, gut zu wissen.
So, da hat's ein Item. Das hole ich mir doch glatt. So, ein Voltilam. Das habe ich aber schon im Besitz. Deswegen flüchte ich vor dir. Ja, dann. Was haben wir denn hier für ein Item? Einen Schutz. So, da gibt es noch ein Mädchen. Das ist auch eine Trainerin. Oh, gegen die kämpfe ich natürlich gerade auch. Wenn ich es dir sage, und dann hat sie... Was? Wie? Ein Kampf? Eigentlich telefoniere ich gerade. Na gut, ausnahmsweise. Ja, auch sehr unhöflich gegenüber demjenigen, mit dem du da telefonierst, Fräulein. Ja, aber ein Nidoran weiblich hat sie. Ja, sieht nicht schlecht ab. Aquaknarre. Guten Schlag setzt die ein. Und ich könnte jetzt Kratzer einsetzen, aber ich glaube, Nidoran hat auch die Fähigkeit, wenn ich eine Attacke einsetze, die direkte Berührung verursacht, dass es mich vergiftet. Deswegen habe ich mich nochmal für Aquaknarre entschieden. Ja, so ist das. Du bist doof. Du bist auf großer Reise. Du siehst dir die weite Welt an. Okay, wenn du nichts dagegen hast, hätte ich gerne deine Nummer. Lass uns Freunde sein, ja? Und hier hast du noch meinen Facebook-Name und ja, mein Twitter und Google Plus und ja, hier meine E-Mail-Adresse, damit wir alle sämtlichen Sachen miteinander austauschen können. Wunderbar. Ja. Ich suche noch ein TM-Opfer. Ja, Radfratz ist es nicht. Ich suche eigentlich wie heißt das? Felino heißt das, glaube ich. Da flüchte ich natürlich. Ich suche jetzt dieses Wasserviech. Und vielleicht soll ich einen Knofensa auch fangen. Aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob ich einen Pokémon für Zerschneider kriege. Ja, ich fange dieses Knofensa schnell. Oh, shit. Ja, okay. Jetzt ging ja nochmal gut zum Glück. Bälle, ein Pokéball natürlich schmeißen. Das sollte doch eigentlich reichen. Aha! Du Drecksviech! Ich bin ziemlich am Arsch, ne? Ich setze jetzt erstmal hier Sugar ein, weil ich nicht will, dass ja. Oh gut, muss ich Donnerwelle nicht mal mehr einsetzen. Ich hätte es nämlich echt noch paralysieren wollen, denn jetzt schmeiße ich den nächsten Ball in der Hoffnung, dass ich es diesmal fange. Das sollte doch diesmal reichen. Wunderbar. Gut. Knofensa wurde gefangen. Ja. Ich möchte Knofensa einen Spitznamen geben, klar. Und zwar nenne ich es Opfer. Ja, wie alle meine schönen VM-Opfer. Opfer, okay. So, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut. Ich fange noch ein Felino als weiteres VM-Opfer und wir sehen uns dann frisch gestärkt im nächsten Part.